Ich habe heute im Mediengespräch die Aufgabe gehabt, als Nachwuchs von Metallbuch zu erzählen, was wir alles machen und wie unser Berufsalltag aussieht. Heute am Mediengespräch ist vor allem gegangen, eine neue Innovation zu vorstellen. Und man hat von sich selber erzählt, was man gemacht hat in der Lehre bis jetzt und wie es darum geht. Schweißgegenstände sind heute in unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Denken wir nur mal daran, wie wir uns vorbewegen. Sei das mit einem Velo, mit einem Auto oder sei das mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Zug. Nur schon dort haben wir diverse Komponenten daran, die geschweißt sind. Heute an diesem Medienevent durfte ich einen Vortrag geben über Innovationen am Bau. Ich habe mit meinem Chef zusammen, mit meinem Lehrlingsbetreuer, einen kleinen Vortrag zusammengefasst und durfte aus meinem Gipseralltag erzählen und auch noch von den Innovationen reden. Das Gerüst bei der Burgruine ist sehr speziell, weil es steht alles freistehend und es trägt in sich selber. Unser Betrieb Schürch & Egli hat ein eigenes Solarsystem entwickelt für ein Flachdach. Und das ist recht stabil, geht schnell zum Aufbauen mit wenig Materialien. Und man kann es auf jedem Flachdach montieren. Der Metallbauberuf bei den Frauen, sei es im Metallbau RFZ, ist das nicht ein sehr grosser Anteil. Aber bei den Metallbaukonstrukteuren und Metallbaukonstrukteurinnen ist das eigentlich der Anteil immer grösser. Die WorldSkills-Vorbereitungen von uns laufen auf Hochtouren. Also der Maurer ist stark im Training. Auch die Steinmetzin, wo wir erfreulicherweise die Damen das mal dabei haben, ist fleissig am Üben trainieren. Also die Herausforderung bei der Ausbildung von Lernenden, bin ich der Meinung, hat sich nicht gross geändert. Das ist immer etwa gleich. Einfach, wir machen es mit neueren Mitteln, wir machen es moderner. Das haben wir vorher im Vortrag auch gesehen vom Lernenden. Also die Technik, die hat sich sicher entwickelt. Wenn man die heutige Entwicklung anschaut, es braucht die Verbindungstechnik. Sie wird sich weiterentwickeln, außer Frage. Und ich bin fest davon überzeugt, verbunden werden müssen Materialien immer. Und das Schweißen wird nicht wegzudenken sein. Vor allem das Ausschlaggebende, dass immer neue Produkte am Markt sind und neue Verputztechniken oder neue Oberflächen, Materialien. Und dementsprechend wird auch der Beruf so ein bisschen verändert. Am Anfang hat man vor allem die Gerüste aufgestellt. Heute hat man kompliziertere Systeme. Also kompliziert sind einfacher, aber sie sind genialer geworden. Man muss mehr Verständnis bringen für die ganze Thematik. Man muss mit Kopf arbeiten, man kann nicht nur mit Oberarm arbeiten. Für die Mitglieder heisst das eigentlich, dass sie schauen müssen, dass sie gut ausgebildete Fachkräfte haben, die eigentlich diese Aufgabe umsetzen können. Und zugleich halt auch, dass sie genug Nachwuchs haben, weil der Gebäudepark der Schweiz müsste eigentlich noch saniert werden. Und das ist eine grosse Aufgabe und da brauchen wir halt auch qualifizierte Fachkräfte dazu.